Und jetzt? Was ist mit jetzt? Bald, Sammy, bald. Warte noch ein bisschen. Okay. Wann fangen wir an? Sehr bald. Susi, es ist Zeit. Zeit wofür, Sammy? Zeit für Hamster basteln. Oh, richtig, Sam. Hallo zusammen. Hier kommt der König des Pappkartons, King Sam. Und seine entzückende Assistentin Susi. Hallo Leute. Ihr bewegt euch besser, Majestät. Ich brauche Platz für den Karton. Und was willst du tun? Ein Labyrinth natürlich. King of the Hill für Hamster. Wow, das ist neu. Ich bin bereit. Was soll ich tun? Oh, Ihre königliche Hoheit möchte arbeiten. Also okay. Wie ihr sehen könnt, Leute, wird es ein 2-Level-Labyrinth. Wenn unser Hamster beide besiegt, wird er der King of the Hill. Eigentlich bin ich der größte König. Naja, absolviere du erstmal das Labyrinth, dann reden wir weiter. Leute, habt ihr schon das King of the Hill-Spiel gespielt? Kommentiert unten. Wir haben ein bisschen Farbe hinzugefügt, weil das ein lustiges Spiel ist. Also, ist es nicht wichtig, der Gewinner zu sein? Richtig. Das Wichtigste im Spielen ist, Spaß zu haben und nicht unbedingt zu siegen. Wir wollen nur unsere Hamster glücklich machen, oder? Ich muss darüber nachdenken. Und? Hast du über die Hindernisse nachgedacht? Ja, falsch. Ich bin gleich wieder da. Oh, Sammy, Sammy. Tada! Die Basis ist fertig. Wir können weitermachen. Ich frage mich, wo Sam steckt. Naja, ich beginne mit den wichtigen Dingen, wie den Kartonhindernissen. Wow, was ist das für ein Geräusch? Knirschen? Susi, ich meine, nur einen Moment. Sammy, was isst du da? Wir haben doch eben erst Mittag gegessen. Ich bereite das Material für unser Labyrinth vor. Was? Okay. Toll, dass wir jedes Labyrinth bauen können, das wir wollen. Wenn ihr etwas Ähnliches bauen wollt, dann denkt an die Größe eures Hamsters. Komfort geht über alles. Yeah, es wird bequem sein. Ich arbeite dran. Sammy, warum bist du voll Krümel? Und du riechst nach Chips? Da hast du recht. Hier ist Material für unser Labyrinth. Eine Chipsdose? Warte, hast du alle aufgegessen? Nicht alle. Ich habe etwas für dich aufgehoben. Ich bin sehr großzügig. Oh, nun, danke. Interessant. Wir befestigen sie hier und hier. Endlich. Ich glaube, ich habe genug von diesem Kartonzeugs. Sammy, du hast dich zum Pappkönig gekrönt, oder? Ja. Aber ich muss etwas Abwechslung geben. Das ist es. Ich muss nachdenken. Leute, wenn ihr Ideen habt, woraus die Hindernisse bestehen können, dann kommentiert unten. Und ich werde die Kartonwände weiterkleben. Wie gefällt dir dieses Material? Ein Spinner? Das kann eine spaßige Drehtür werden. Ich liebe Spaß. Und dieses Herz können wir auch gut gebrauchen. Hey, das gehört mir. Okay, nimm es, wenn du es wirklich brauchst. Leute, erinnert ihr euch, in welchen Videos wir Drehtüren für Hamster hatten? Kommentiert unten, wie viele Hamster-Videos ihr gesehen habt. Papierrollenlieferung. Oh, das ist schön. Naja, diese Toilettenpapierrollen lagen rum. Und du hast mir beigebracht, alles zu recyceln. Sammy, ich bin froh, dass du diese Lektion gelernt hast. Lass uns die Rollen ankleben. Das wird ein ungewöhnliches Hindernis für den Hamster. So, fertig. Wow. Aber etwas fehlt noch. Oh, ich weiß. Sammy, vielleicht brauchen wir Leitern. Nein, nicht die. Aber kleb sie trotzdem an. Okay, Sammy, wie du willst. Eigentlich brauchen wir Leitern. Denn wie soll sonst der Hamster nach oben klettern? Stimmt's, Leute? Ich baue sie aus Holzstäben. Wir müssen sie gut ankleben, damit unser Hamster nicht runterfällt. Erledigt. Was sollen wir als nächstes tun? Papierdusche! Wow! Das ist so farbenfroh. Könntest du das bitte näher an den Ausgang bringen? Es dient als Abschlussband. Oh ja, Leiterinspektion. Was haben wir hier? Ja, aha, okay. Das funktioniert. In der Zwischenzeit lege ich das Konfetti hier rein. Genau so. Nur noch Kleinigkeiten übrig.
Hier haben wir das Eingangsloch für den Hamster. Und ein oberes Brett mit einem weiteren Loch. Und hier ist der Ausgang. Ich meine, das Ziel. Wir müssen nur noch die Leckerlis platzieren. Ja, ja. Ohne sie geht gar nichts. Susi, bist du sicher, dass unser Hamster nicht fallen wird? Um seine Sicherheit zu gewährleisten, habe ich diese Schutzschicht. So, wir befestigen sie. Susi, Susi, wenn du damit beschäftigt warst, habe ich den Champions Cup vorbereitet. Fantastisch, Sammy. Für diesen Preis würde auch ich das Labyrinth durchlaufen. Seid ihr dabei, Leute? Gebt einen Daumen hoch, wenn ja. Wir starten das Rennen. Hier ist unser Held. Los, Coco. Schau, Susi, er geht gut los. Stimmt, Sammy. Was ist los, Coco? Hast du Angst vor dem roten Herzen? Susi, ich glaube, Martin Spinner. Das war eine tolle Idee von mir. Sammy, aber er blieb dort nicht lange. Ups, Sackgasse. Er ist schlauer, als du denkst. Los, Coco. Schaut, jetzt kommt mein Chips-Hindernis. Ich dachte eigentlich, dass er wegen des Geruchs etwas länger dort bleibt. Aber es sieht so aus, als will er weiter. Nur noch ein paar Schritte bis zur nächsten Stufe. Vorsichtig, vorsichtig, nicht runterfallen. So ein mutiger Junge. Jetzt die zweite Leiter. Aber pass auf, sie ist schwieriger. Susi, Coco hat nicht einmal versucht, das Leckerli zu essen. Nun, Sam, das Wichtigste ist, dass er weitergeht. Spring! Coco bewegt sich wie ein echter Athlet. Ich habe ihm das beigebracht. Oh, Sam, belüge unsere Zuschauer nicht. Du bist nur eifersüchtig. Und unser Hamster kommt dem Ziel näher. Du hast recht. Los, los, los! Und? Wo ist er? Ich kann Coco in diesem grünen Konfetti nicht sehen. Er ist dem grünen Netz entkommen. Und fand ein Leckerli. Wuhu! Er hat es geschafft. Du warst fantastisch, Coco. Hier ist unser Champion. Leute, hat euch unser Video gefallen? Dann drückt die Daumen hoch und abonniert unseren Kanal. Coco und ich müssen los. Tschüss. Also, du bist jetzt der King of the Hill. Na? Das werden wir noch sehen.